Hallöchen zusammen und herzlich willkommen bei dieser etwas komischen Situation. Ich weige mich, einen Rückzieher zu machen. Wirklich? Yep. Nun, in Ordnung. Dummkopf, Sie hätten einfach wegbleiben sollen. Also dann, auf... Teleportieren zu. Jetzt, okay, bis besser ist wesentlich besser. Dankeschön. Katana. Okay. Wupp, 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 wupp. So. Ich möchte bitte fliegen. Gehst du mir bitte aus dem Weg, Kollege? Dankeschön. Kid. She. Kid. Wo ist das andere? Da unten. Okay. Wir haben gerade ein paar kleinere Probleme, aber nur kleinere. Können die uns überhaupt wehtun? Ich glaube eher weniger. Die können uns nicht wehtun. Unsere Schilde halten alles aus. Als ob es in die Karten mir Probleme bereiten würde, ich bitte euch. Nie im Leben. Aber ich bin gerade ein bisschen überlastet. Und muss gleich Familie Kinn noch angucken. Können wir gleich noch machen, eigentlich. Was soll's? Familie Zinn. Ah, da ist er. Und er wird beschossen. Passt. Rakete im Anflug. Schiff C. Gegenmaßnahme. Zieleine. Hat der ein EMP auf uns abgeschossen? Ich glaube ja. Sicher? Gerade im Himmel, ja, wir müssen ein bisschen rumdrehen. Das ist ein bisschen Problem, wir sind eigentlich Angriffsschiff. Du hier. Gian. Zack, Information. Das werden Sie bereuen. Befehl aufheben, zack. Dein Befehl lautet Kommandant verteidigen. Trete dem Geschwader bei. Ich bitte doch darum, hilf mir mal. Folgen ist eine Sache. Also, wir müssen nur so ein bisschen nach vorne gucken und Bingo. Moment, nicht. Wie nicht, hä? 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 Wunderbar. Wo ist der letzte? Wo ist der letzte von euch, hä? Kid. Da hinten. Ich Sie krieg mal. So gewollt. Naja, ja, Schilder halten durch. Denn Raketen sind auch vollkommen egal. Die Frage ist nur, der Kollege tut ja eigentlich gerade was. Ja, jetzt kommt er. Okay. Ja, ich halte die Schüsse schon aus. Ich halte sie schon aus. Sie betteln ja förmlich drum. Wie? Das werden Sie bereuen. Ein bisschen sinnvoller machen. Ich muss nichts bereuen. Muss gar nichts bereuen. Ganz ehrlich. Das Einzige, was ich bereue, ist, dass ich schon wieder nicht schießen kann. Also bist halt auch zu nah dran, stehe ich gerade fest. Ja, wenn du ein bisschen weiter weg bist, dann schaut es schon besser aus. Und Bingo. Erwarte Befehle. So schnell geht das Ganze doch. Ah, jetzt ist mein Rad auch wieder da, okay. Die Rüpel haben darauf geachtet, auch noch die letzten Reste der Station im Dunst aufgehen zu lassen. Aber warten Sie, ich kann etwas auf dem Scanner sehen. Inmitten der Trümmer scheint eine Art Blackbox zu schweben. Versuchen Sie dran zu kommen. Ich gebe mein Bestes, so wie immer. Problem ist halt, ja, da muss ich wieder rausgehen. Da muss ich sowas von rausgehen, sonst wird es nichts. Ein bisschen hier ran, so. Okay, passt, bitte. Raus mit mir. Sir. Ah, dich aber auch. Katana. Ah, ich hasse den Raumanzug. Gib ich ausnahmsweise, ich hasse den Raumanzug. Erwarte Befehle. Halt. Sortle jetzt da. Da können wir. Der Laserstreis ist nicht. Ein bisschen nach vorne damit. Jupp, Nummer 1 war das. Erwarte Befehle. Ja, Gladius, alles gut, alles gut. Der Witzka. So, noch einmal.
Wir bewegen uns minimal nach vorne. Das passt. Abbremsen, abbremsen, abbremsen. Erwarte Befehle. Ja. Nur keine Panik, meine Gutste. Nur keine Panik. Jetzt da. Gegenstand erhalten. Glücklicherweise scheinen die Daten dieser Blackbox nicht irreparabel beschädigt zu sein. Ja, hervorragend. Es ist mir gelungen, auf die Daten zuzugreifen und eine Sprachaufnahme wiederherzustellen. Oh, wie aufregend. Ich spiele nun die Aufnahme ab. Log 412. Hier ist Dr. Doran Viff. Ich berichte von der Forschungsstation Hadad aus. 7 Jahre sind vergangen, seit das kataklysmische Initialereignis das Habke-System umgestaltete. Obwohl ich zuvor berichtete, dass die Fortschritte in der Frage des Flutphänomens so langsam waren, dass sie im Grunde nicht wahrnehmbar waren, glaube ich nun, dass wir einen Durchbruch erzielt haben. Wie in vorangegangenen Protokollen festgestellt, vermuten wir, dass was auch immer das Flutphänomen ausgelöst hat, auch die umgebende Struktur der Raumzeit geschwächt hat. Ob dieses kataklysmische Ereignis und das Auftreten dieser Anomalien in irgendeiner Weise mit der gegenwärtigen Sprungtorabschaltung zusammenhängt, ist noch nicht klar. Wir können jedoch bereits sagen, dass nicht alle Anomalien die gleichen Eigenschaften haben. Auf den ersten Blick scheinen sie alle instabil zu sein und ihre Ziele scheinen völlig unvorhersehbar, wenn eine Anomalie durchquert wird. Unser großer Durchbruch war die Erkenntnis, dass die von der Flut freigesetzte Energie mit einer bestimmten Anomalie interagieren und sie vorübergehend stabilisieren kann. Dadurch wird das Ziel festgelegt, um zuverlässig zwischen denselben zwei Systemen zu reisen. Das ist an sich schon eine unschätzbare Erkenntnis, denn es deutet darauf hin, dass sich die Eigenschaften einer Anomalie ändern können, wenn man genügend Energie aufwendet. Leider ist unsere Technologie noch nicht annähernd fähig dazu. Was wir auf der anderen Seite der Anomalie gefunden haben, ist so viel bedeutender. Ein völlig unverbundenes System, ohne Leben. In einem Anfall von unerwarteter Launenhaftigkeit konnte ich nicht anders, als das besagte System Glaubenssprung zu nennen. Erstaunlicherweise beherbergt dieses abgeschiedene System eine verlassene künstliche Struktur. Wir konnten aus ihr ein Kondensat extrahieren, das heftig reagiert, wenn es der nahenden Energie der Flut ausgesetzt wird. Wir glauben, dass wir dieses Material nach ein wenig mehr Forschung nutzen könnten, um eine Abschirmung zu schaffen, die vor den zerstörerischen Auswirkungen der Flut schützen würde. Wir kennen zwar noch nicht die Natur der besagten fremden Struktur, noch wissen wir, wie die stabile Anomalie genau funktioniert, aber diese Erkenntnisse haben zweifellos das Potenzial, das Leben in diesem System zum Besseren zu verändern. Die Auswirkung der letzten Flut muss einige Kommunikationsgeräte auf der Station zerstört haben. Ich habe Probleme bei der Kontaktaufnahme, aber Reparaturen sind im Gange. Ich kann es kaum erwarten, diese Entdeckung mit der breiten wissenschaftlichen Gemeinschaft zu teilen. Hier endet die Aufnahme. Die Daten weisen darauf hin, dass dies das letzte Protokoll war, das auf der Blackbox gespeichert wurde. Ich frage mich, was geschah, nachdem diese Nachricht aufgenommen wurde. Anscheinend wurden die Ergebnisse der Wissenschaftler nie veröffentlicht. Ich kann in den zugänglichen Archiven nirgendwo eine Erwähnung einer stabilen Anomalie finden. Wenn das Syndikat auf diese Weise auftaucht, scheint es wirklich so, als würde sich jemand große Mühe geben, seine Spuren zu verwischen, nicht wahr? Ich kann mir vorstellen, dass in diesem Umfeld jede Art von Vorsprung unweigerlich enorme Gewinne abwerfen würde. Assistent, sehen Sie sich das mal an! Ich habe mir noch einmal die Daten angesehen, die wir von den Parken haben. Und zu meiner großen Schande muss ich zugeben, dass ich in der Tat etwas Entscheidendes übersehen zu haben scheine. Bei einer dieser Anomalien änderten sich die Messwerte für den Bruchteil einer Nanosekunde direkt vor dem Eintreffen der Flut. Diese Veränderung war leicht zu übersehen, da die Barke unmittelbar danach aufhörte zu funktionieren. Mit diesen Daten kann ich genau feststellen, welche Anomalie durch den Aufprall verändert wird. Ich glaube, wir sind der Lösung des Rätsels um das Beschützion sehr nahe. Alles, was Sie tun müssen, ist die Anomalie zu durchqueren, nachdem die Flut sie erreicht hat. Das sollte für einen einfallsreichen Piloten und erstklassigen Assistenten nicht allzu schwer sein.
Okay. Autopilot. Das können wir gerne machen. Wir fliegen zurück. Nicht wirklich in 9 Minuten. Und irgendwie die ganze Zeit fliege ich gerade an, wir müssen die Karte. Ich meine, ich kann es zum Teil nachvollziehen, aber zum anderen Teil. Was zum Henker ist da gerade los? Logbuch. Habgier 4. Da. Gladius wurde so schön Habgier 4. Ah, hehehe, da war noch was. Okay. Ich habe mich ja noch irgendwo eine Gladius angedockt. Schade. Er macht nichts. Das Syndikat ist unser Gegner. Ich will nichts sagen, aber auf die Art und Weise können wir uns auch ein weiteres Problem quasi beseitigen auf Dauer. Yep, von denen haben wir uns ja auch ein bisschen was gesichert. Ich würde mal behaupten, das sind Syndikatssektoren. Die können wir uns einverleiben. Die können und werden wir uns einverleiben. So schaut es nämlich aus. Wie schaut es momentan hier eigentlich aus? Logistische Übersicht. Erz, Wasser, Methan, Silizium haben wir Probleme. Es kommt aber ziemlich viel an, stelle ich gerade fest. Erwarte Befehle. Okay, du musst nichts machen, das passt soweit. Bauplan ist alles in Ordnung soweit. Produktionsplan ist alles mit dabei. 180 Kombotronik-Substrate, das ist ja das, was uns fehlt hier noch. Habringe bräuchten wir hier noch, so wie es ausschaut. Ja, definitiv. Zack. Kopiere Sequenzen nach da oben, geht nicht. Das heißt, der Bauplatz müsste noch nach oben vergrößern und nach unten. Das wäre eine Idee, das Ganze nach unten zu verfrachten. Ich bitte darum. Erreiche Habgier 5, Sackgasse. Dich hier hin. Dann sag mal einfach mal, kopiere Sequenz. Nach da unten. Das geht nicht wegen dem hier. Okay. Ne, dann müssen wir. Ja, einmal verwerfen. Dann müssen wir da kurz sagen: Bauplatzänderung. Das war die verkehrte Richtung. Baugenehmigung, das passt soweit. 6 Minuten haben wir noch Zeit, das ist wunderbar. Wir siegen, ich muss gerade ein bisschen mich rumorientieren, so sind wir zu Hause. Zack, Bauplan erstellen. Und bitte Sequenz kopieren nach da oben hin, das passt. Und dazu sagen wir 1, 2, 3, 4... dich hier. Kopiere Sequenz. Das geht nicht da drüber. Da müssten wir es wieder machen. Aber das ist zu nah dran, stelle ich fest. Aber hier geht's. Okay, alles klar. Kopiere Sequenz. Bitte auch nach dorthin. Und dann Modul einmal so rum hin. Einmal so rum hin und auf die andere Seite noch. Zack, zack. Kopiere Sequenz und dann haben wir das nämlich hier auch so weit erledigt. Autopilot ausgeschaltet. Einzige, was noch fehlen würde, wäre hier noch mein Undock-Bereich, wenn ich das gerade richtig sehe. Zack, kopiere Sequenz. Dorthin. Drehe sie mir auf 180 Grad. Und baue sie mir ebenso dorthin. Ja, das passt. Änderung sind IO. Schätzwert wird akzeptiert. Konstruktionsschiff wird irgendwo in der Gegend sein. Hier hinten, zack, zack, auswählen, passt. Die Station ist dann auch im Reinen. Du hast genug von denen hier, das passt soweit. 4 Minuten haben wir noch hier übrig, so wie es ausschaut. Finde ich in Ordnung. Bauplan und Logistik. Silizium wird immer voller. Also ich glaube, ich bin mittlerweile dabei, hier auch zu sagen, guck mal, so ist, es ist so viel eigentlich hier. Helium, Wasserstoff und Co. Produktion sollen wir machen, das ist in Ordnung.
Da verkaufe ich dann allgemein quasi. Du bekommst ein bisschen was an Kohle reingesteckt. So, dann kannst du dir auch was kaufen. Metall- und Kombotronik-Substratgitter. Es ist nicht viel, aber vielleicht bringst du es zum Laufe. Vielleicht bringst du das Ganze auch ein bisschen zum Laufe. Wir haben noch welche. Mineral, Mineral, Mineral. Yep. Ihr kommt alle direkt nach da oben hin. Yep. Bitte schürfen. 60 noch mehr. Dann haben wir euch nämlich auch quasi von dannen. So, wir sind im Habgier-Sektor unterwegs nochmal. Genau, wir sind da, wir sind da. An der richtigen Stelle sind wir auch. Sinsan. Halt. So, jetzt da. Ein Laser, aber noch mehr Geschütze mit dazu. Passt soweit. Schauen wir mal. Ich bin gespannt. Ein neuer Sektor wartet auf uns. Eventuell mit unserem Kollegen da oben sogar. Apropos neuer Sektor. Ich habe gar nicht gespeichert vorhin, gebe ich zu. Das habe ich leider nicht machen können, weil ich ja quasi in einem Kampfgefecht war. In meinem Raumanzug. Das Ding ist, möchte ich eigentlich nicht sehen. Dass du während deinem Einsatz im Raumanzug überfallen wirst. Das ist immer ein bisschen unschön. Komm, 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 komm. Ein paar Sekunden davor müsste dann irgendwas passieren wahrscheinlich. Reiten sie auf der Welle. Irgendwie sowas. Okay. Seien Sie gegrüßt, Mitbewohner und Reisende. Dies ist Wellenbrecher, die Station, die in einen Asteroiden gebaut wurde, der so massiv ist, dass er selbst der stärksten aller Fluten standhält. Es sieht so aus, als ob unser Stern heute ganz besonders hell funkelt. Wenn Sie nicht bereits in einem unserer sicheren Häfen untergebracht sind oder sich auf dem Weg aus dem System befinden, raten wir Ihnen jetzt dringend, Ihren Reiseantrieb zu aktivieren und in sichere Gefilde zu eilen. Natürlich empfehlen wir von Wellenbrecher Ihnen unser eigenes Lokal, die treibende Boje für Ihren Besuch. Das war's vorerst. Sicheren Flug. Zuweisung aufheben. Mein Freund, du wirst quasi hier hingehen. Zack. Andocken und warten. Haut's ab zum Hauptquartier. Das passt schon. Das ist alles wunderbar. Oh, ich sehe gerade, wir haben ein paar Millionen dazu bekommen. Die möchte ich natürlich gerne nutzen. Denn du brauchst, glaube ich, Wasserstoff ein bisschen mehr. Okay, hauptsächlich Erz eigentlich, wenn ich sehe. Erz und Energiezellen. Dann hast du so gut wie rein gar nichts. Und Energiezellen brauchen wir für alles momentan. Okay. Können wir uns da noch ein bisschen Abhilfe schaffen bei den Energiezellen? Schiff kaufen. L. Frachter. Schwer. Und mal zwei Stück davon. Für Energiezellen, yep. Und dann möchte ich noch ein Schiff kaufen. Halt, Erwarte nein. Befehle. Kein Schiff kaufen. Ich möchte. Wo haben wir es denn? Ressourcen, Bauprojekte noch starten. Dich hier, kopiere Modul. Zack. Bitteschön, kopiere Sequenz. Wunderbar. Das gleiche machen wir auf der anderen Seite auch noch. Bitteschön, kopiere Modul und kopiere Sequenz, dass wir da ein bisschen was rausproduzieren können auf Dauer. Änderung übernehmen. Und Energiezellen kannst du eigentlich auch selber herstellen. Muss ich sagen, das geht eigentlich auch selber hier. Nicht im großen Maße, aber was soll's. Habitat, irgendwo war doch Energiezellenproduktion. Ah, hier. Energiezellen. Die stellen wir dann. Das ist die große Frage, wo können wir die hinstellen? Gar nicht, so wie es ausschaut. Nirgendwo. Gibt es irgendwo ein Verbindungselement? Dich hier. Dorthin. Das passt. Und können wir jetzt sagen, da außen draußen. Solarzellen hinklatschen. Na komm. So hin. Dann einmal drehen.
Dann drehen wir sie noch nach außen einfach, damit sie ein bisschen cooler ausschaut. Einen anderen Grund hat es nicht, außer dass es cool ausschauen soll. Halt, das war netter. Dann halt netter. Wobei, das können wir immer noch machen. Wunderbar. Und genau das gleiche kopiere Modul hier rüber. Kopiere Modul darüber. Kopiere Modul auf die andere Seite. Wir wurden getroffen. Alles gut, du weißt schon, was du zu tun hast. Ich glaube an dich. Kopiere Sequenz. Die stellen wir dann dorthin. Halt, das wollte ich jetzt nicht machen. Entferne Sequenz. Entferne Sequenz. Wir machen es erstmal so. Zack. Passt schon soweit. Geld wird gemacht. Konstruktionsschiff wird auch noch gemacht. Zack. Bitte auswählen. Wunderbar. Menü schließen. Windfalls 3. Bitte was? Ich sag, wir haben dich nicht verloren. Wir müssen nicht einfach. Du musst einfach nur fliehen. So schaut's aus. Katana, du musst fliehen. Meine Güte. Renn, 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 renn. Weil du durch den ganzen Sektor da durchfliegen musst. Oh Gott im Himmel, okay. Ich verstehe dein Problem. Ich verstehe dein Problem sehr sogar. Zack, komm, abhauen. Einfach nur abhauen. Alles andere ist egal. Fliege mit maximaler Fluchtgeschwindigkeit. Das Syndikat möchte echt nicht, dass hier was los... Ich wollte gerade sagen, abhauen. Das ist lustig, wenn ich dann hier raus muss. Aber sowas von lustig. Hub, gibt es hier keinen zweiten Ausgang? Nein. Hub ist ein abgeschotteter Sektor. Mist. Komm schon, komm schon, komm schon. Muss einfach nur abhauen. Genau, ab nach da oben. Zack, 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 zack. Jep, 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 jep. Flieh, 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 flieh. Ja, du hast es geschafft, du hast es geschafft. Okay, nebenbei mal gucken auf die Zeit. Wir haben noch 6 Minuten, okay, alles in Ordnung. Holy moly. Wir haben noch eine Polizeitruppe da oben. Soll ich eine Geldmittel? Ich weiß, ich weiß. Was ein Mörderkampf. Aber sowas von Mörderkampf. Polizei ist egal. Zack, 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 genau, fliegt er durch, fliegt er durch. Ich bleib extra bei dir. Passt, wunderbar. Weiter geht's. Ja, wir kommen durch. Syndikat, du sollst dich nicht mit mir anlegen. Kalische Bestrebungen? Informationen? Modell Barbarossa? Ah, dich kennen wir doch. So, du hast jetzt kein Problem mehr, so wie es ausschaut. In Ordnung. Oder die Waldfee. Okay. Wir waren eigentlich da unten gerade zugange noch. Wir haben noch 4 Minuten und ein bisschen was Zeit. Dann können wir dich vielleicht doch noch ausbauen. Ein paar Optionen. Wunderbar. Sordle. Wir hätten gerne. Wo sind wir zu Hause? Hier. Dich hier. Zack, zack. Kopiere Sequenz. Die kommt einmal quasi dorthin. Dann sagen wir dich. Um 90 Grad drehen. Wir klatschen dich dorthin. Wunderbar. Und das gleiche machen wir nochmal. Kopiere Sequenz. Du kommst dorthin. Immer möchte das hintere nehmen. Ich weiß aber auch nicht warum. So. Und Bingo. Und dann haben wir nur noch einen Bereich übrig für das Ganze. Kopiere Sequenz. Dann sind wir hier auch mal durch für den Moment.
So. Das ist in Ordnung. Änderungen wurden übernommen. Schätzwert wird aktiviert. Dann sollten wir eigentlich... Wir haben das. Dann bräuchtest du auf jeden Fall noch Transporter für Flüssigkeiten, damit du auch funktionieren kannst. Ja, das wäre jetzt schlecht. Das wäre ganz und gar nicht schlecht sogar. Können wir da welche machen momentan? Schiff kaufen, L-Schiffe für Gase. Zwei Stück, direkt noch hinterhergestellt, das passt. Ihr wart Okinawa, normale Frachter. Ihr wart für Energie zuständig. Ja, das könnte so ein bisschen zeittechnisch werden. Unautorisierte Tötung, was? Warum unautorisierte Tötung? Ihr seid doch... Oh Gott im Himmel. Katana. Willst du mich verkackeiern? Wie viel? Du bist so gut wie draußen. Fliehen, genau, abhauen. Weiter. Immer weiter fliehen. Yep. Du fliegst in die richtige Richtung. Das passt. Nein, du fliegst in die falsche Richtung. Katana! Okay. Syndikat. Das war dein schlimmster Fehler überhaupt, würde ich mal behaupten. Die werden alle sterben. Eins sind also. Seien Sie gegrüßt, Mitbewohner und Reisende. Wir hoffen aufrichtig, dass Sie sich 28? Auf Sicherheit gebracht haben. Denn gerade bricht die Sonne aus. Die Flut wird nun das System durchqueren und mit heftiger Kraft Stationen und Schiffe gleichermaßen beschädigen. Passen Sie auf sich auf. Wir haben noch ein bisschen. Zack. Informationen. Du bist 28. Du bist bitte Wiederholbefehl. Ja, bestätigen. Du sagst, du gehst von hier. Kaufe Energiezellen Maximalwert. Ich glaube, du warst, oder? Ja, du warst es, okay. Zu. Mom. Bitte. Verkaufe an die Schmiede. Energiezellen, mindestens so viel. Wunderbar, passt. Wir haben noch 51 Sekunden, dann können wir noch den zweiten machen. Das sollte noch funktionieren. Zack, bitteschön. Dein Befehl ist ein... Ah, du bist schon wieder so einer. Okay. Anfunken. Kann ich helfen? Seminar geben. Schiffssteuerung. Dankeschön. Okay, ich muss mir nachher machen. Bye. Eventuell. Zack. 8, 9. Wiederholbefehl. Yep. Zack. Kaufe mir das hier. Energiezellen, Maximalpreis ist in Ordnung. Und verkaufe mir Energiezellen, Minimalpreis. Bestätigen. So, okay. Bin da. Fliege durch die Anomalie. Mhm, mach ich. Ich beeile mich. Schnell, wie es irgendwie geht. Reisegeschwindigkeit, los geht's. Das sind wir ganz schnell draufgegangen. Erreiche System. Glaubenssprung. Und sie sind durch. Erste Messungen in der unmittelbaren Umgebung zeigen keine gefährlichen Regionen oder andere unmittelbare Bedrohungen in der Nähe. Im Logbuch sprach der nomadische Forscher davon, eine unnatürliche, fremdartige Struktur im System gefunden zu haben. Assistent, lassen Sie uns dieses faszinierende Konstrukt suchen. Soweit ich sagen kann, scheint dieses System einem Phänomen zu unterliegen, das der Flut im Habgier-System ähnelt. Aber diese Energiespitzen sind weitaus seltener. Anders als im Habgier-System scheint die Quelle des Ausbruchs jedoch ein schwarzes Loch zu sein, das periodische Strahlung emittiert.
Aber dies ist kein Grund zur Besorgnis, Assistent. Dieses Ereignis scheint im Vergleich deutlich weniger Energie freizusetzen. Okay, finde ich nicht schlecht. Autopilot eingeschaltet. Mhm. Erkunde das System, alles klar. Während ich einfach nur im Kreis mich rumdrehe. Danke fürs Gespräch hier an der Stelle. Interessant, da fliegt zum Beispiel richtig hin. Ein schwarzes Loch neben uns. Das sieht schon recht beeindruckend aus hier. Interessant wäre es noch zu wissen, was gibt es in diesem System eigentlich? Wasserstoff, Silizium, Erz, Nevizium, also es gibt ein bisschen was. Die Frage ist, ob wir es effektiv auch hier nutzen können. Das sagt er nichts, das sagt er nichts. Ich sehe gerade keine Struktur. Ich meine, es dauert noch ein bisschen, bis wir da sind, aber trotzdem. Sie wird schon bald eingeblendet sein. Hohohoho. Wo bist du, Struktur? Wo bist du? Sie sollte eigentlich vor mir sein. Autopilot ausgeschaltet. Okay, gucken wir nochmal. Ich höre nichts Besonderes. Außer ich sehe sie gerade nicht. Das kann natürlich auch gut sein. Da ist aber nix. Mhm. Wie sie sehen, sehen sie rein gar nichts hier momentan. Autopilot eingeschaltet. Mhm. Ah, warte mal. Ausgeschaltet. Bist es vielleicht du hier? Bist du was? Oder bist du nix? Ne, warte mal. Ist es das da unten? Ne, das sind auch nur Steine, oder? Das sind auch nur Steine irgendwie. Okay, wenn wir eh schon mal hier sind, dann können wir auch mal sagen, hey, wie wäre es denn? Der wird wahrscheinlich eh nicht überleben lange, aber was soll's. Nein, nicht für gute Unterstützung, das war Schwachsinn. Nein, der hat nichts an Bord, Mist. Katana hat er alles an Bord, was wir benötigen. Unschön, massivst unschön sogar. Okay. Noch ein bisschen Reisemodus an. Schauen wir mal, ob wir irgendwas finden können noch. Irgendwie, irgendwo und irgendwann. Nachdem der Sektor so gewaltig ist, so richtig gewaltig, irgendwas müssen wir doch mal sehen können. Aktivieren. Das war jetzt ein bisschen doof. Noch einmal. Mm-mm. Nichts. Rein gar nichts an der Stelle. Okay, werden wir weiter rumfliegen. Gerade nochmal kurz geguckt. Haben wir hier was Neues fertig? Yep. Zwei Gasries nochmal gerade fertig. Kommt da noch was raus? Wenn ich da nicht, ihr zwei. Müsst, glaube ich, unten dabei sein. Schürfen für dich hier. Ja, bitte mal schürfen. Logistische Übersicht. Wasser und Helium wird beides gemacht. Wunderbar. Normalische Verkaufsmenge. Wunderschön. Handelsbeschränkungen gelten hierfür. Brauchen wir die wirklich eine Handelsbeschränkung? Ja, die brauchen wir. Wenn wir es richtig brauchen, das ganze Zeugsel. Kaufoptionen sind alle gemacht, der Rest auch.
Okay. Dann muss ich sagen, habe ich gerade keinen Schimmer, was ich wie hier wo finden soll. Weil ich nichts sehe. Überhaupt rein gar nichts. Irgendeine irgendetwas. Muss doch hier zu finden sein. Okay, was soll's. Werde ich schon irgendwie finden. Ich fliege einfach mal rum und wenn ich was gefunden habe, können wir die nächste Folge starten. Machen wir es einfach mal so. Bis dato, macht es gut und wie immer. Tschüss alle.